Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober 2019 in Brüssel. Es liegen dazu drei Entschließungsanträge der Fraktion Die Linke vor. Über einen dieser Entschließungsanträge werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 75 Minuten vorgesehen. Auch dazu sehe ich keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Und dann hat das Wort zur Abgabe der Regierungserklärung die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Seit nunmehr 2,5 Jahren verhandeln wir intensiv über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Es hat in den letzten Tagen Bewegung gegeben, deutliche Bewegung. Die britische Seite hat Verhandlungsbereitschaft gezeigt und das auch durch sehr konkrete Vorschläge unterlegt. Wir sind also auf einem besseren Weg als zuvor, aber, und das muss ich heute Morgen hier ganz klar sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Und wir müssen und werden deshalb unverändert alles tun, um die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Ich möchte Michel Barnier, dem Verhandlungsführer, ganz herzlich danken und seinem Team, die da wirklich Tag und Nacht buchstäblich dabei sind. Und es gilt unverändert auch, dass, wenn wir eine gute Lösung finden wollen, das etwa der Quadratur des Kreises gleicht. In den letzten Jahren, Monaten und Wochen dachten wir mehrfach schon, dass wir kurz vor einer Lösung stehen. Dann haben sich die Dinge erneut zerschlagen. Und deshalb kann ich heute hier nicht sagen, wie morgen der Europäische Rat enden wird. Aber ich darf Ihnen sagen, dass es ganz klar bleibt, dass wir nicht zulassen werden, dass auf der irischen Insel durch eine harte Grenze Hass und Gewalt wieder aufflammen können. Und wir werden dafür eintreten, dass das Karfreitagsabkommen von nichts und niemandem aufs Spiel gesetzt wird. Und auch die Prinzipien des Binnenmarktes dürfen nicht infrage gestellt werden. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Denn wir haben noch nicht bei allen Fragen, die mit dem Zoll verbunden sind, eine Einigung. Wir brauchen praktikable, realistische Lösungen dafür, wie die neuen Zollkontrollen in Nordirland konkret umgesetzt werden sollen. Und die Verhandlungen dazu werden geführt. Wir stellen also insgesamt fest, ein Abkommen über einen geregelten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist unverändert möglich. Wir werden auch bis zur letzten Sekunde verhandeln. Wenn erforderlich, können wir auch noch einmal auf einem Sonderrat tagen, aber schauen wir mal, was sich ergibt. Doch, denn auch wenn wir auf einen ungeordneten Austritt gut vorbereitet sind, liegt ein geregelter Brexit natürlich im Interesse aller, ich glaube auch im Interesse Großbritanniens. Das Vereinigte Königreich ist und bleibt ein wichtiger Partner in vielen Fragen, sei es wirtschaftlich oder sicherheitspolitisch. Uns verbindet eine lange Geschichte und gemeinsame Werte. Und deshalb wollen wir auch nach einem Austritt Großbritanniens enge und vertrauensvolle Beziehungen haben, sowohl wirtschaftlich als auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und deshalb wird sich die Bundesregierung auch weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union wie auch zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland so zu gestalten, dass wir eine gute gemeinsame Zukunft haben. Meine Damen und Herren, die intensive Auseinandersetzung mit der Frage des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union in diesen Tagen darf nicht den Blick dafür verstellen, dass in Europa und auf der Welt auch andere drängende Themen zu lösen sind. Und die betreffen ganz wesentlich die Sicherheit und Stabilität an Europas Grenzen. Das betrifft nicht zuletzt eine Frage, über die in diesem Haus vor einigen Wochen besonders intensiv debattiert worden ist, die Aufnahme der Beitrittsgespräche der Europäischen Union mit Nordmazedonien und mit Albanien. Gerade Deutschland ist dem westlichen Balkan nicht nur geopolitisch, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich durch die vielen Menschen aus dieser Region, die bei uns leben, in besonderem Maße verbunden. Es ist in unserem gemeinsamen europäischen Interesse, die Staaten des westlichen Balkans langfristig nicht nur an Europa zu binden, sondern auch in die Europäische Union einzubinden. Und damit dies gelingt, müssen wir zu unseren Versprechen stehen, diesen Ländern auch eine europäische Perspektive zu bieten. Versprechen einzuhalten ist die beste Voraussetzung,
um Reformen und eine rechtsstaatliche Entwicklung bei unseren Nachbarn im westlichen Balkan überzeugend einfordern zu können. Und damit auch die beste Voraussetzung für Wohlstand, Stabilität und Sicherheit innerhalb Europas. Ich habe es daher sehr begrüßt und sage Danke, dass der Bundestag mit seinem Beschluss am 27. September dieser Verantwortung im westlichen Balkan gerecht geworden ist. Dank dieser frühzeitigen und sorgsam abgewogenen Haltung haben wir eine Brücke zu vielen Partnern in Europa gebaut, die hier noch Bedenken haben. Und deshalb glaube ich, dass unsere Position Vorbild und Denkanstoß für andere sein kann. Wir sind auch dafür, den Beitrittsprozess insgesamt transparenter und besser zu gestalten. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, Albanien und Nordmazedonien eine europäische Perspektive zu bieten. Wir werden nun diese Debatte heute im Europäischen Rat führen, um vielleicht noch diejenigen, die nicht überzeugt sind, zu überzeugen. Ich muss Ihnen aber sagen, die Chancen, dass wir zu einem einvernehmlichen Votum kommen, stehen nicht gut. Vor allem aber werden wir heute und morgen auch natürlich über die Türkei sprechen. Unsere Beziehungen zur Türkei sind vielschichtig. Sie ist unser europäischer Nachbar und NATO-Partner. Und die Situation dort, direkt an der Grenze Europas, betrifft uns alle unmittelbar. Mehrfach habe ich die Türkei, und das auch im persönlichen Gespräch mit dem türkischen Staatspräsidenten, in den letzten Tagen eindringlich dazu aufgerufen, ihre Militäroffensive in Nordsyrien gegen die kurdische YPG-Miliz umgehend zu beenden. Und das wiederhole ich hier an dieser Stelle. Bei allen durchaus auch nachvollziehbaren Sicherheitsinteressen. Die Militäroperation der Türkei in Syrien bringt in dem ohnehin schon so sehr geschundenen Land nur neues menschliches Leid mit sich. Sie fordert viele Opfer und treibt zigtausend Menschen, darunter tausende Kinder, in die Flucht. Das ist ein humanitäres Drama mit großen geopolitischen Folgen. Und deshalb wird die Bundesregierung unter den jetzigen Bedingungen auch keine Waffen an die Türkei liefern. Ich freue mich, dass das auch die Haltung der europäischen Partner ist. Wenn ich über geopolitische Folgen spreche, dann müssen wir allein daran denken, dass sich die Rolle Russlands massiv verstärkt in der Region, zusammen mit dem Iran, nachdem die amerikanischen Soldaten abgezogen sind. Und die Folgen dieser Entwicklung sind heute noch nicht absehbar. Allein mit Blick auf die Terrororganisation IS führt die türkische Militäroperation zu großer neuer Unsicherheit, und das nach einem jahrelangen und oft durch die internationale Gemeinschaft getragenen Kampf gegen den IS. Das führt zu Unsicherheit dort, in der Region, aber auch in Europa, wenn die gefangen gehaltenen Angehörigen des IS nicht mehr bewacht werden. Und damit erschüttert die türkische Militäroperation in Syrien diese ohnehin krisengeschüttelte Region weiter. Die Erfolge im Kampf gegen den IS, der wesentlich durch kurdische Kräfte in Syrien möglich war, können so zunichte gemacht werden. Wir sind überzeugt, dass die türkischen Sicherheitsinteressen an der syrisch-türkischen Grenze nicht durch militärische Mittel, sondern nur auf diplomatischem Wege wirklich gut zu erreichen sind. Wir werden auch ein weiteres Thema sprechen im Zusammenhang mit der Türkei, und das sind die andauernden Gasbohrungen der Türkei in den Gewässern unseres europäischen Partners Zypern. Wir können nicht akzeptieren, dass die Türkei die territoriale Integrität eines EU-Mitgliedstaats wissentlich missachtet, und wir werden dies auf dem EU-Rat auch zum Ausdruck bringen. Unbeschadet der neuen Entwicklungen müssen wir zugleich sehen, dass 3,6 Millionen Syrer in der Türkei Zuflucht gefunden haben. Damit leistet die Türkei, und es gibt noch eine Vielzahl anderer Flüchtlinge aus anderen Ländern, einen außerordentlich wichtigen humanitären Beitrag, mit dem sie im Übrigen auch uns in Europa zum Teil beschämt, wenn ich an manche Diskussionen denke. Ich kenne alle Kritik, die seit 2015 und besonders seit dem Frühjahr 2016 am EU-Türkei-Abkommen geübt wird. Ich werde mich jedoch weiter dafür einsetzen, dass dieses Abkommen bestehen bleibt. Es rettet Leben, und zwar sehr konkret in der Ägäis, und es verhindert, dass Schlepper und Schleuser wieder die Oberhand bekommen und Geld von Menschen nehmen, die eigentlich keins haben. Ich werde mich
Ich werde mich deshalb weiter für dieses Abkommen einsetzen, damit die Menschen, die in der Türkei Zuflucht gefunden haben, ein würdiges Leben führen können, nahe ihrer Heimat, dank der dazu bereitgestellten finanziellen Mittel durch die Europäische Union und auch durch Deutschland noch zusätzlich. Das hat zum Beispiel dazu beigetragen, dass fast alle syrischen Kinder in der Türkei in die Schule gehen können. Die durch Krieg und Flucht so gequälten Menschen sind die Schwächsten in diesem Konflikt. Wir dürfen uns deshalb auch jetzt unter dem Eindruck des türkischen Vorstoßes in Syrien unserer Verantwortung nicht entziehen, sondern müssen ihr weiter gerecht werden. Ein Ende des EU-Türkei-Abkommens machte die Dinge kein Jota besser, sondern verschärfte die Lage, und zwar auf dem Rücken der Schwächsten. Diese Haltung haben Bundesinnenminister Horst Seehofer und der europäische Innenkommissar Dimitris Avramopoulos mit ihrem gemeinsamen Besuch in Griechenland und der Türkei auch noch einmal unterstrichen. Meine Damen und Herren, gerade die Lage an Europas Außengrenzen zeigt, dass sich Europas Rolle in der Welt zunehmend verändern muss. Es kommen immer mehr Aufgaben auf uns zu. Und dazu braucht Europa einen modernisierten und auf diese Bedürfnisse angepassten mehrjährigen Finanzrahmen. Und deshalb ist es gut, dass die amtierende finnische Ratspräsidentschaft die Debatte nach vorne bringt und dem Europäischen Rat eine Beratungsgrundlage hierzu vorlegt. Es wird auf diesem Europäischen Rat, ich sage leider dazu, noch keine Einigung geben, aber es wird Gespräche geben, in denen ich mich für einen zukunftsorientierten Haushalt einsetzen werde, der Europas Handlungsfähigkeit in dreierlei Hinsicht sichert. Erstens, für uns ist eine Modernisierung des mehrjährigen Finanzrahmens entscheidend. Unsere Ziele müssen durch entsprechende Festschreibungen im Haushalt unterstützt werden. Dies gilt für den Klimaschutz, die Migration und ein forschungsstarkes und innovatives Europa sowie eine stärkere Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Verlässlichkeit etablierter Politikbereiche wird dabei natürlich nicht infrage gestellt. So muss zum Beispiel berücksichtigt werden, dass viele Regionen in den neuen Bundesländern weiterhin strukturelle Nachteile haben. Aber insgesamt geht es darum, das richtige Gleichgewicht für einen Haushalt zu finden, der gerade auch Europas neuen Herausforderungen gerecht werden kann. Zweitens, Ausgangspunkt der Verhandlungen können nicht Wünsche sein, sondern es müssen realistische Grundlagen sein. Als Nettozahler führen wir die Verhandlungen zum Volumen auf der Grundlage eines Budgetansatzes in Höhe von 1% der Wirtschaftsleistung der 27 EU-Mitgliedstaaten. Allein das bedeutet schon einen deutlichen Anstieg der Beiträge, gerade auch für Deutschland. Drittens, Deutschland wird aufgrund dieses Anstiegs und auch aufgrund des bevorstehenden EU-Austritts des Vereinigten Königreichs beim mehrjährigen Finanzrahmen übermäßig stark belastet. Deshalb müssen wir auch über eine faire Lastenteilung auf der Finanzierungsseite und einen Rabatt für Deutschland sprechen. Außerdem hat die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Verknüpfung der Rechtsstaatlichkeit mit den EU-Finanzen für uns höchste Priorität. Denn die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und die damit ja auch verbundenen Freiheiten und Errungenschaften haben auch mit einer entsprechenden Verantwortung beim Einsatz von EU-Mitteln einherzugehen. Wer bei der Ausgabe europäischer Mittel Grundsätze und Prinzipien des Rechtsstaats missachtet, der soll in Zukunft nicht mehr erwarten dürfen, weiterhin von Europa uneingeschränkt finanziell profitieren zu können. Damit stärken wir die gute Regierungsführung in ganz Europa und schützen die Interessen von Millionen von Steuerzahlern. Eine zügige Verabschiedung des mehrjährigen Finanzrahmens ist Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und sie ist damit auch Voraussetzung dafür, dass die neue Kommission der Europäischen Union, die bald ihre Arbeit aufnehmen wird, leider etwas verspätet, auch wirklich ihre Prioritäten umsetzen kann. Wir stehen ja derzeit zwischen dem Ausscheiden der alten Kommission und dem Antritt der neuen Kommission. Ich möchte dem scheidenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sowie dem noch amtierenden Präsidenten der Europäischen Union Donald Tusk für ihren unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz für Europa danken. Applaus
Beide haben Großes und Bleibendes für Europa und seine Bürgerinnen und Bürger geleistet. Mit der im Juni verabschiedeten strategischen Agenda haben beide entscheidend mitgeholfen, das Programm für die kommenden 5 Jahre zu umreißen. Der neue institutionelle Zyklus mit einer neuen Kommission ist nun Anlass, uns über den weiteren Weg, über Ziele und Prioritäten zu verständigen, um Europa weiter voranzubringen. Und darüber werden wir auch auf dem heutigen Europäischen Rat schon mit der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen. In ihren politischen Leitlinien hat sie die Schwerpunkte ihrer zukünftigen Arbeit umrissen. Ich begrüße sehr, dass die gewählte Kommissionspräsidentin von Beginn an deutlich gemacht hat, dass sie die neue Kommission als eine geopolitische Kommission versteht. Schon heute setzt Brüssel Maßstäbe weltweit, wenn zum Beispiel die Wettbewerbsbehörde Entscheidungen gegen mächtige Konzerne wie Google oder Facebook trifft. Solche Maßstäbe wollen wir auch in anderen Bereichen setzen, etwa beim Klimaschutz oder bei der Digitalisierung. Bei Herausforderungen, in denen wir nur gemeinsam als Europa ein Zeichen setzen können, das dann auch weltweit gesehen wird und Gewicht entfaltet. Europa muss eigene Akzente setzen und digital souverän werden. Wir brauchen Alleinstellungsmerkmale, die unsere Art zu leben auch in der Digitalisierung widerspiegeln. Bei einer erfolgreichen Digitalisierung made in Europe muss und wird daher der Mensch im Mittelpunkt stehen. Das war schon der Leitgedanke bei der Datenschutzgrundverordnung. Und das wird auch der Leitgedanke sein, wenn es um ethische Maßstäbe für die künstliche Intelligenz und den Umgang mit Daten im 5G-Netzbereich geht. Das trifft genauso für den Bereich des Klimaschutzes zu. Für diese Menschheitsherausforderung hat die neue Kommission unter anderem ein europäisches Klimagesetz und einen sogenannten European Green Deal angekündigt, mit dem Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden soll. Europa zeigt damit, dass es sich zum Pariser Klimaabkommen und dem dort vereinbarten 1,5-Grad-Ziel sowie zur Klimaneutralität bekennt. Bei der Umsetzung dieser Ziele sind wir uns in Europa jedoch noch nicht bei allen Mitgliedstaaten einig. Wir haben natürlich die Besonderheiten jedes einzelnen Mitgliedstaates zu bedenken. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ein Land wie zum Beispiel Polen 80% seiner Energie aus Kohle gewinnt oder wie zum Beispiel Schweden schon heute über 50% des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen trägt. Aus diesem Grund muss Europa die Staaten bei ihrem Übergang zur Klimaneutralität bis 2050 natürlich unterstützen, um mittelfristig auch weiter Vorreiter in der Welt für Klimapolitik zu sein. Meine Damen und Herren, eine sich ausdrücklich als geopolitisch verstehende Kommission wird darauf setzen, Europas Rolle in der Welt zu stärken. Dazu müssen wir geschlossener für unsere Überzeugungen und Interessen einstehen. Vor dem Hintergrund einer sich rasant verändernden globalen Lage kann sich Europa ein Auseinanderfallen in wichtigen außenpolitischen Fragen nicht weiter leisten. Deutschland tritt seit jeher für genau dieses nach außen starke Europa ein. Aus diesem Grund werden wir zum Beispiel im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem EU-China-Gipfel nach Leipzig einladen. Wir machen die Beziehungen der Europäischen Union mit China zu einem Schwerpunkt unserer EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Denn heute haben wir keine einheitliche China-Politik der Europäischen Union, und das ist nicht gut für die Europäische Union. Es ist nämlich entscheidend, dass Europa mit einer Stimme spricht, und sonst können wir auch keine konkreten Ergebnisse für unsere zukünftige Zusammenarbeit erzielen, etwa wenn es um den Klimaschutz oder um Investitionen geht. Und dazu will Deutschland in seiner Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 einen Beitrag leisten. Die Zeiten sind unruhig und die Erwartungen an Deutschland hoch. Dessen bin ich mir bewusst. Gleichwohl freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Europa, wie auch mit dem jüngst neu gewählten Europäischen Parlament und mit der neuen Kommission. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen bei allen Herausforderungen niemals vergessen, was wir ganz grundsätzlich an Europa haben:
dieser einzigartigen Friedens- und Wertegemeinschaft. Und ein Blick an die Grenzen Europas zeigt, was wir an Europa haben. Dieser Tage erinnern wir hier bei uns an den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren. Wir erinnern uns an den Mut der abertausenden DDR-Bürgerinnen und Bürger, die 1989 für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit auf die Straße gegangen sind. Und dieser Mut erinnert uns wiederum daran, wie sehr es sich lohnt, auch in Zukunft für Überzeugungen, Werte und Ziele einzutreten, gerade auch und für ein vereintes Europa. Und dieser Mut erinnert uns daran, dass Veränderungen zum Guten möglich sind. Sich dafür einzusetzen, gerade auch in Europa, ist unsere Pflicht. Herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, neben den üblichen sozusagen chronischen Problemen hat die Europäische Union derzeit zwei akute. Zwei wichtige Länder, beide an der Peripherie gelegen, setzen sich auf freilich grundverschiedene Art und Weise von der EU ab. Im Nordwesten die Briten, im Südosten die Türkei. Zu beiden müssen wir unser politisches Verhältnis neu ausrichten, und das war ja auch das Hauptthema Ihrer Rede. Beginnen wir mit Großbritannien. Meine Damen und Herren, es gibt ein Leben nach dem Brexit. Es gibt auch eine Politik nach dem Brexit. Wir sollten also heute schon dafür sorgen, dass unsere Beziehungen zu den Briten keinen dauerhaften Schaden nehmen. Sie bleiben ein politischer Partner, ein wirtschaftlicher Partner, ein militärischer Partner und selbstverständlich eine führende europäische Kulturnation. Das politische Gewicht der EU sinkt ohnehin durch das Ausscheiden der Briten. Eine Atommacht, eine Flottennation, überdies die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, verlässt den Club. Sorgen wir dafür, dass beide Seiten sich gewogen bleiben. Auch wenn es in diesem Hause, in den Medien, in den Zirkeln der Globalisten vielen nicht passt, der Brexit ist der Wunsch der Mehrheit der Briten. Es war eine knappe Mehrheit, ja. Doch diese Konstellation ist heute normal, und historisch bedeutende Entscheidungen sind gelegentlich auch durch knappe Mehrheiten herbeigeführt worden. Wie ernst die älteste Demokratie in Europa den Mehrheitswillen nimmt, sehen wir täglich. Ja, die Briten streiten erbittert über den Brexit, vor allem über den Modus des Ausstiegs. Das in unserem konsenssüchtigen Land vielleicht ungewöhnlich, aber das ist lebendige Demokratie. Vielleicht scheitert Boris Johnson an diesem Streit, aber das wäre ebenfalls lebendige Demokratie. Auch wenn einige EU-forme Idealisten noch von einem Ausstieg aus dem Ausstieg träumen, Großbritannien wird wieder ein souveräner Nationalstaat. Das ist nach Ansicht der Progressisten ein Rückschritt, ja ein Rückfall in, wie es heißt, längst überwundene Zeiten. Schließlich gehöre die Zukunft übernationalen, postnationalen Strukturen. Das sehen wir anders. Wir halten die Nationalstaaten nicht für überholt. Wir glauben, dass dieser Planet ein Pluriversum bleibt. Und nun werden wir vor der Haustür einen direkten Vergleich haben. Welche Seite mit ihrem politischen System besser fährt? Was will man also mehr? Es ist richtig, dass sich Boris Johnson in der Nordirland-Frage entscheiden muss. Entweder in Nordirland wird auf eine bestimmte Zeit, also bis es neue Handelsverträge gibt, faktisch weiterhin EU-Recht gelten, dann kann die Grenze offen bleiben. Oder das EU-Recht gilt dort wie im übrigen Teil Großbritanniens nicht mehr, dann muss es Grenzkontrollen geben. Beides zugleich geht nicht. Allerdings darf die Dauer dieses Übergangszeitraums nicht einseitig von der EU festgelegt werden, sondern muss von beiden Partnern in freundschaftlichen Einvernehmen gemeinsam gefunden werden.
Frau Bundeskanzlerin, ich kann nur wiederholen, was ich hier schon gesagt habe. Tun Sie bitte alles Ihnen Mögliche, um den Briten ihren Abschied nicht zu erschweren. Für das Leben nach dem Brexit. Manche Eurokraten betrachten den britischen Abgang freilich als eine narzisstische Kränkung. Das mag damit zu tun haben, dass sie selber an der Attraktivität der Union zu zweifeln beginnen. EU bedeutet heute Bürokratie, Zentralismus, Zwist, Geldentwertung, Alimentierung von Pleitestaaten, angekündigte Strafaktionen gegen die Osteuropäer, weil sie die Folgen der deutschen Masseneinwanderungspolitik nicht mittragen wollen. Der zweitwichtigste Zahler steigt deshalb aus. Norwegen und die Schweiz zeigen keinerlei Interesse, dem Club beizutreten, und es geht ihnen gut dabei. Island hat sein Aufnahmeersuchen zurückgezogen. Problematisch wird es, wenn sich solche Kränkungsgefühle mit Überlegenheitsdünkel vereinen und in offene Geringschätzung münden. Es ist ein bedrückendes Phänomen, dass verschiedene Ansichten in der Außenpolitik neuerdings dazu führen, die Gegenseite als unzurechnungsfähig zu behandeln. Begonnen hat es mit Donald Trump, derzeit ist Boris Johnson an der Reihe. Wo bitte soll das hinführen, wenn die Medien nicht ganz ohne Beteiligung der Politik die Regierungschefs von immerhin verbündeten und mächtigen Staaten als Clowns darstellen? Wo es im Falle Trump hinführt, sehen wir gerade in Syrien. Der Abzug der US-Truppen ist ein "Dann macht doch euren Kram alleine"-Signal an die Adresse der Europäer. Während die Deutschen es mit den militärischen Bündnisverpflichtungen nicht gar so genau nehmen, gerade auf der linken Seite des Hauses, redet die deutsche Öffentlichkeit seit 2 Jahren über den mächtigsten Mann der Welt wie über einen ungezogenen Schuljungen. Das ist Hybris, und der folgt bekanntlich die Nemesis. Das ändert nichts daran, dass auch wir den Abzug der US-Truppen für falsch halten, für einen Verrat an den Kurden. Am Bosporus sitzt ein Präsident, der von einem neo-osmanischen Reich träumt, der von der Expansion des Islam träumt, der seit langem schon über die türkische Minderheit Druck auf die deutsche Politik auszuüben versucht. Die Türkei ist größer als die Türkei, sagte Erdogan in einer Rede, und weiter: Wir können nicht auf 780.000 Quadratkilometern Gefangene sein. Zugleich animiert er seine Landsleute bekanntlich fleißig Kinder zu zeugen und das türkische Volk zu vergrößern. Unsere physischen Grenzen sind anders als die Grenzen unserer Herzen, sagte Erdogan in derselben Rede und zählte auf unsere Brüder in Mosul, Kirkuk, Hasaka, Aleppo, Homs, Misrata, Skopje, auf der Krim und im Kaukasus. Berlin oder Duisburg nannte er einstweilen nicht. Derzeit führt Erdogan einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Kurdengebiete in Ostsyrien. Der türkische Präsident spekuliert über eine Vergrößerung des türkischen Territoriums und droht uns damit, 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge nach Europa durchzulassen, wenn wir das zu kritisieren wagen. Unter diesen Flüchtlingen würden sich viele IS-Terroristen befinden, die derzeit in großer Zahl aus den kurdischen Gefängnissen fliehen. Womit können wir im Gegenzug drohen? Wir haben eine kaputtgesparte Bundeswehr und sperrangelweit offene Grenzen. Der kurdisch-türkische Konflikt ist längst auf unseren Straßen angekommen. Was macht die Bundesregierung? Sie hat Erdogan dafür Geld gegeben, dass er erledigt, was wir angeblich nicht können, die Grenzen schließen. Wir haben uns von Erdogan abhängig und damit erpressbar gemacht. Mit dem Segen der Multikulturalisten leben Millionen Nichtdeutsche mit verfestigtem Aufenthaltsstatus in unserem Land, unter denen sich auch Hunderttausende Erdogan-Anhänger befinden. Wir können nicht, wie der türkische Präsident, mit Flüchtlingsströmen drohen, etwa damit, alle Türken ohne deutschen Pass zurückzuschicken. Denn wir sind ein Rechtsstaat. Wir können allerdings endlich damit anfangen, aus der Situation zu lernen und unsere Grenzen zu schützen. Nämlich zweierlei können wir lernen. Zunächst einmal, dass es töricht ist und eines Tages auch gefährlich werden kann, unentwegt Menschen einwandern zu lassen, die unsere Rechts- und Werteordnung eben nicht zu schätzen wissen
und zu hoffen, dass sich das Problem irgendwie schon selbst von selbst lösen wird. Und zweitens, dass wir immer sagen, wir müssen unsere Grenzen endlich wieder selber schützen. Und, meine Damen und Herren, was unsere Bündnisse betrifft, die Bundesregierung sollte darauf drängen, dass diese Türkei unter dieser Regierung kein vollwertiges NATO-Mitglied mehr sein kann. Die NATO muss die Türkei-Mitgliedschaft mindestens einfrieren. Und diese Türkei darf auch kein EU-Mitglied werden. Die EU muss den Beitrittsstatus aufheben, Frau Bundeskanzlerin. Und ich hoffe, dass Sie sich für diese Politik auch einsetzen. Ich bedanke mich. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dr. Rolf Mützenich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mehrheit von uns steht noch immer unter dem Eindruck der Morde von Halle und der Absicht des Täters, die jüdische Gemeinde anzugreifen. Ja, man muss es sagen, es war seine Absicht, die jüdische Gemeinde auszulöschen. Es hätte nicht schlimmer kommen können. Nach NSU, nach den Morden an Regierungspräsident Lübcke, nach Angriffen, nach Morden an mutigen Demokratinnen und Demokraten, nach Einschüchterungsversuchen und nach vielen Anschlägen. Und ja, vieles bleibt noch aufzuklären. Und vielleicht hat auch der Täter alleine gehandelt. Aber er wird getragen von einem System der Hetze, des Chauvinismus und des Rechtsextremismus. Und die AfD ist Teil dieses Systems. Meine Damen und Herren, als ich 2002 in dieses Parlament gewählt wurde, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass in diesem Parlament Abgeordnete sitzen, die widerliche Kommentare über die Opfer von Anschlägen verbreiten. Und diese Abgeordneten sitzen mitten in den Reihen der AfD. Und ich muss Ihnen sagen, Kollege Gauland, Sie behaupten, Sie würden jüdisches Leben in Deutschland willkommen heißen. Solange Sie darüber denken und es aussprechen, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte war, werden Menschen jüdischen Glaubens sich nicht hier heimisch fühlen, und Sie treiben diese Hetze an. Deswegen will ich sagen, was hier vor fast 100 Jahren gesagt werden musste, muss auch heute gesagt werden. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts, meine Damen und Herren. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben zu Recht gesagt, dass der Europäische Rat, und es ist eben so, erneut wieder in einem wichtigen Moment zusammenkommt. Übergeordnete Frage dieses Rates ist aber etwas Neues. Es geht um die Selbstvergewisserung und Selbstachtung europäischer Politik. Und in der Tat, es gibt genügend Themen, die Sie angesprochen haben. Und ich bin froh, dass wir in dieser Debatte mit unterschiedlichen Rednern und Rednern darauf reagieren können. Ich will an den Anfang stellen, ja, Sie haben recht, es ist eine erneute Wende im syrischen Krieg. Und möglicherweise stehen jetzt auch in den nächsten Tagen syrische und türkische Truppen unmittelbar gegenüber. Und wir haben noch in guter Erinnerung, als damals die Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen hat. Es ist also eine große Gefahr. Und was für mich besonders eine erneute, ja, ich will schon sagen, Enttäuschung über das ist, nach was wir nach dem Zweiten Weltkrieg versucht haben, immer wieder zu schützen. Es werden wieder Grenzen verschoben, nicht nur in Europa, sondern auch gerade an dieser Stelle. Und es war Andrea Nahles, die vor 2 Jahren hier für meine Fraktion gesagt hat, der Angriffskrieg auf Afrin war völkerrechtswidrig. Und ich stelle heute fest, auch dies ist wieder ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und Erdogan macht sich persönlich als Präsident der Türkei strafbar, meine Damen und Herren.
Und deswegen will ich auch sagen, die Einlassung des türkischen Präsidenten sind unwürdig. Und sie sind auch eine Grenzüberschreitung in der internationalen Sprache und in der internationalen Politik. Und meine Bitte an Sie, Frau Bundeskanzlerin, im nächsten Gespräch dies richtigzustellen. Und ich bin überzeugt, dass Sie das tun werden. Wir brauchen konkrete Feststellungen und Verabredungen der Staats- und Regierungschefs zu diesem Konflikt. Sie haben die Rüstungsexporte angesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Verpflichtung der EU-Staaten brauchen, nicht nur jetzt keine neuen Rüstungen zu genehmigen, sondern einen generellen Rüstungsexportstopp zu unternehmen. Wir müssen prüfen, was in der Zollunion möglich ist. Und ich bin auch der Überzeugung, wir müssen prüfen, was an Bürgschaften möglich ist, wenn Unternehmen, europäische Unternehmen, sich dort in der Türkei in nächster Zeit Investitionen vornehmen. Aber ich will auch sagen, zur Wahrheit gehört auch, in den kurdischen Gebieten in Syrien sind auch Menschen vertrieben worden. Auch das ist etwas, was wir hier an dieser Stelle sagen müssen. Es geht nicht nur um die Invasion der türkischen Armee, sondern es geht auch darum, was dort in den letzten Jahren passiert war. Und deswegen möchte ich sagen, es gibt nur eine politische Lösung. Wir werden keine militärische Lösung für dieses Problem herbeiführen, sondern politische Autonomie kann nur politisch erreicht werden. Und deswegen möchte ich daran erinnern, dass es die Vorsitzende eben der CHP in Istanbul gewesen ist, die mutig, weil sie verfolgt wird, von Erdogan ganz persönlich gesagt hat, es gibt keinen Sieger des Krieges. Der Weg zu einer dauerhaften Lösung besteht darin, die Verfassungsmodelle zu erörtern, die Syrien ermöglichen, als Staat zu existieren und Dialogkanäle einzurichten und zu schützen. Das ist auch unsere Auffassung, und wir werden solche Politikerinnen und Politiker nicht nur in unseren Herzen tragen, sondern wir werden sie auch politisch unterstützen in ihren Forderungen, meine Damen und Herren. Ich will Sie darin unterstützen, die Aufnahme der Gespräche mit Albanien und Nordmazedonien. Der Deutsche Bundestag hat es hier in einer gemeinsamen Resolution, in einem gemeinsamen Antrag festgestellt, ist der richtige Weg. Und es ist eben mittlerweile auch ein Kratzer an dem Habitus eines französischen Staatspräsidenten, der oft als Europäer auftritt, was er ist, was ich ihm nicht abspreche. Aber ich muss auch von dieser Stelle sagen, er zahlt mit kleiner Münze zurück, wenn er allein aus innenpolitischen Interessen diese Beitrittsgespräche verhindern will. Und das ist die Botschaft meiner Fraktion auch an den Präsidenten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, insbesondere auch mit dem Meinungsaustausch mit der neuen Kommissionspräsidentin. Wir wünschen uns auch eine Einigung über eine Kommission, die ja dann offensichtlich am 1. Dezember diesen Jahres ihre Arbeit antreten wird. Aber ich glaube, vielleicht ist es gut, in diesem Gespräch hinter verschlossenen Türen mit der Kommissionspräsidentin auch mehr Fingerspitzengefühl mit dem Europäischen Parlament anzumelden, weil das Europäische Parlament bestimmt mittlerweile europäische Politik mit und nicht einfach gewählte oder entsandte Kommissare oder Kommissionspräsidentinnen und Präsidenten. Wir wollen, dass das Europäische Parlament gestärkt wird. Und das ist immer auch die Verpflichtung europäischer Interessen von Seiten der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gewesen. Sie haben den Klimaschutz angesprochen. Ja, die Klimaschutzstrategie im Dezember steht auf der Tagesordnung. Aber für meine Fraktion will ich sagen, es geht genauso um den Sozialschutz, um die Förderung fairer Arbeit und fairer Wettbewerbsbedingungen. Alles das muss auch auf der Tagesordnung der zweitägigen Gespräche stehen, meine Damen und Herren. Zum anderen, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben geopolitische Fragen angesprochen. Und in der Tat, wir erleben seit dem Ende des Kalten Krieges und wir feiern eben den Fall auch der Mauer, was ein Ereignis gerade für uns in Deutschland ist. Aber es ist ja nicht das einzige Ereignis, sondern es wird sich eine Welt zurzeit neu gestalten, die offensichtlich eben nicht richtig beschrieben ist, wenn amerikanische Politikwissenschaftler sagen, jetzt treffen Zivilisationen aufeinander, sondern ich glaube, das, was europäische Forscher wie der deutsche Soziologe Dieter Sengers gesagt hat, nämlich, dass es einen Konflikt im Inneren der Gesellschaften gibt. Das zeigt sich gerade auch beim Brexit nach meinem Dafürhalten,
weil es geht darum, die unterschiedlichen Geschichten, die dieses Land hat, Loyalitäten, die sich doch zeigen, die Frage von Souveränität, alles das, wie schaffen wir es sozusagen, mit diesen Veränderungen umzugehen. Und es ist sozusagen ein kultureller Kampf, der auch offensichtlich auf der Insel stattfindet, der internationale Weiterungen hat. Deswegen bin ich dankbar. Wir können diese inneren Kämpfe nicht beeinflussen, sondern wir können nur mit Vernunft, mit Ruhe alles versuchen, dass es am Ende zu einer Lösung und zu einer verhandelten Lösung gibt. Und dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und die SPD-Bundestagsfraktion wird Sie in dieser Absicht auch unterstützen. Und deswegen will ich auch noch mal vielleicht am Ende mit einer gewissen Zuversicht enden. Deutschland ist wieder das Stereotyp versucht worden anzuhängen in den letzten Wochen, sozusagen aus der Geschichte zu wenig gelernt zu haben oder die Geschichte uns wie einen Spiegel vorzuhalten. Viele europäische Nachbarn sind diesen Stereotypen nicht gefolgt. Und das hat etwas mit kluger Politik zu tun, das hat etwas mit der Entspannungspolitik zu tun, das hat mit dem Europäer Helmut Kohl zu tun, das hat etwas mit dieser Bundesregierung zu tun, die sich nicht provozieren lässt. Und deswegen sage ich, wir müssen denen entgegentreten, die dem Furor des nationalen Alleingangs und der Ausgrenzung von Menschen erliegen. Das bleibt die Antwort auch in dieser Zeit. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorredner, der Kollege Dr. Münzenich, hat völlig zu Recht mit den Ereignissen in Halle seinen Beitrag begonnen. Nach solch einem Ereignis kann der Deutsche Bundestag nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Der Herr Präsident des Bundestages hat dazu angemessene Worte gefunden. Der Angriff von Halle, das war nicht nur ein Angriff auf eine Gruppe in unserer Gesellschaft. Wenn einige sich in unserer Mitte heute nicht mehr sicher fühlen können, dann wird sich morgen niemand mehr in Deutschland sicher fühlen. Und deshalb waren das richtige Worte. Und Sie haben, ich teile das völlig korrekt, auch eine gewisse Verrohung unserer politischen Debattenkultur in einen Zusammenhang mit diesem Ereignis gebracht. Das hat zur Empörung in einem Teil des Deutschen Bundestages geführt. Den Kolleginnen und Kollegen der AfD will ich aber sagen, Herr Gauland hat die Gelegenheit verpasst, hier auch nur einen Satz zu den Entgleisungen auf Twitter zu sagen. Auch aus Ihrer Mitte. Auch aus Ihrer Mitte gab es keine Distanzierung. Hier gilt, wer schweigt, stimmt zu. Und wenn Sie einen solchen Kollegen weiter einen Ausschuss des Deutschen Bundestages leiten lassen, dann sagt das etwas über Ihren Charakter in Wahrheit aus. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben unsere Unterstützung bei der Linie, die Sie skizziert haben, mit Blick auf den möglichen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Wir haben, und das haben Sie ausgedrückt, ein Interesse an intakten, an vitalen, an partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien, auch über den Tag, auch über das Austrittsdatum hinaus. Aber, und das verkennt die AfD, wir haben nicht nur ein Interesse an zukünftig guten Beziehungen zum Vereinigten Königreich, wir haben auch ein Interesse an der Integrität der Europäischen Union für die 27, die gerne bleiben wollen. Und deshalb, Frau Bundeskanzlerin, teilen wir die Linie, die Sie skizziert haben. Die Türkei war ein Schwerpunkt Ihrer Rede, und völlig zu Recht, uns erreichen schockierende, erschütternde Bilder aus Syrien.
mit großen innenpolitischen Auswirkungen bei uns, weil auch der innere Frieden in unserem Land bedroht ist, weil auch neue Migrationsbewegungen zu erwarten sind. Der türkische Präsident hat sich in einer für die internationalen Beziehungen nicht akzeptablen Weise über den Bundesminister des Auswärtigen geäußert. Heiko Maas erfährt hier im Haus oft Kritik, nicht immer zu Unrecht. Aber wenn er von außen in dieser Weise angegriffen wird, dann stellen wir uns alle hinter ihn. So geht man mit einem deutschen Außenminister nicht um. Und Frau Merkel, von Ihnen hätten wir uns in dieser Frage Türkei und Syrien mehr Klarheit gewünscht, als Sie sie heute geäußert haben. Wie klar waren die Äußerungen aus Deutschland bei dem Völkerrechtsbruch Russlands auf der Krim? Wir sehen jetzt in Thüringen dasselbe, nämlich eine völkerrechtswidrige Invasion einer islamistischen Präsidialdiktatur. Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie in Syrien, wir erwarten von Ihnen, Frau Merkel, dass Sie die völkerrechtswidrige Invasion der Türkei in Syrien klar ansprechen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir erpressbar geworden sind aufgrund der Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre. Und der richtige Schritt wäre, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie jetzt einen Sondergipfel der NATO fordern, zusammen mit unseren Partnern in Frankreich und anderen in Europa. Es muss das Gespräch geführt werden mit Herrn Erdogan und mit Herrn Trump, wie die Region auf Dauer wieder stabilisiert werden kann. Da erwarten wir von Ihnen Führung im westlichen Bündnis. Ob es in dieser Zeit tatsächlich richtig ist, wo eine Abhängigkeit im Raum steht von der Türkei, Initiativen zu ergreifen wie die des Bundesinnenministers bei den Bootsflüchtlingen, wage ich in Zweifel zu ziehen. Herr Innenminister, Ihnen ist es noch nicht gelungen, die Rückführung von sich illegal in unserem Land aufhaltenden Menschen korrekt und wirksam zu organisieren. All das, was Sie an Zusagen gemacht haben zu den Rückführungsabkommen der vergangenen Jahre, hat sich in Wahrheit als haltlos erwiesen. Jetzt pauschal 25% der Bootsflüchtlinge aufnehmen zu wollen, das ist nichts anderes als Beihilfe zur Werbung für die illegalen Schlepperorganisationen. Von Ihnen hätten wir anderes erwartet. Von Ihnen, Herr Seehofer, hätten wir erwartet, dass Sie einmal widersprechen über die Hotspots in afrikanischen Transitländern unter Verantwortung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Von Ihnen hätten wir erwartet, dass Sie über europäischen Grenzschutz sprechen, nicht erst Frontex 2027 auf volle Mannstärke bringen, sondern bereits vorher. Von Ihnen hätten wir erwartet eine Initiative für eine hoheitliche Seenotrettung im Mittelmeer und nicht pauschal eine Politik, der niemand im Europäischen Rat folgen will. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben hier Bemerkenswertes gesagt über die Haushaltsplanung der Europäischen Union 2021 bis 2027. Man konnte heute in der FAZ lesen, dass der deutsche Nettobeitrag auf über 30 Milliarden Euro von 13,5 im Jahr 2018 bis zum Jahr 2027 ansteigen kann. Und Sie haben hier heute das Wort von einem Rabatt in den Mund genommen. Sie haben gesagt, dass Sie bei Ihren Verhandlungen von einem 1%-Ziel der Wirtschaftsleistung als deutschen Beitrag ausgehen. Und, Frau Bundeskanzlerin, diese Ihre Einschätzung teilen wir. Wie viel anders ist das aber als das, was Sie in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, wo Sie seinerseits von sich aus als deutsche Koalition angeboten haben, mehr in die Europäische Union einzahlen zu wollen, ohne die Frage zu stellen, wofür? Da müssen doch unsere Partner in Europa irre werden, wenn auf der einen Seite öffentlich angeboten wird, wir zahlen mehr, und kurze Zeit später heißt es dann, Deutschland will einen Rabatt. Das ist nicht die Verlässlichkeit und das Leadership, das andere in Europa von Ihnen erwarten und das wir von Ihnen erwarten. Eine klare Linie wäre notwendig. Und dann muss man auch die Frage stellen, wie zukunftsfähig wird eigentlich der Haushalt der Europäischen Union? Ja, die SPD hat das sehr präzise aufgenommen, was Sie gesagt haben. Herr Schulz, der das in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat, dessen Gesichtsausdruck hätten Sie lesen müssen bei der Passage Ihrer Regierungserklärung. Richtig ist aber, dass wir mal sprechen über die Strukturhilfen, die es gibt, die Struktur- und Regionalfonds, welche
Bedeutung und welchen Erfolg haben die eigentlich gehabt? Da müssen wir ran. Nicht pauschal mehr Geld für die Europäische Union zu geben, ist europafreundlich, sondern das Geld auf das zu konzentrieren, wo es einen wirklichen Mehrwert gibt, also Forschung, Außenpolitik, transeuropäische Netze, Grenzschutz und Innovation. Da erwarten wir Initiativen von Ihnen für einen anderen, für einen zukunftsfesten Haushalt der Europäischen Union. Und zuletzt, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie gesprochen über den Klimaschutz und einen europäischen Green New Deal. In welchem Zusammenhang steht aber das Klimapaket, das Sie gestern im Kabinett beschlossen haben, zu einer europäischen Klimapolitik? Sie widersprechen doch geradezu einem europäischen Ansatz. Wir haben doch seit Jahren, um nur ein Beispiel zu nennen, seit Jahren haben wir einen Zertifikatehandel im Flugverkehr. Und was macht die deutsche Koalition? Sie machen einen Alleingang im nationalen Rahmen mit einer Verteuerung des Flugverkehrs. Das Ergebnis wird der sogenannte Wasserbetteffekt sein. Falls tatsächlich in Deutschland weniger Menschen fliegen, dann wird es ab 2021 nur so sein, dass anderswo in Europa die CO2-Zertifikate günstiger werden. Für das Weltklima erreichen Sie so nichts. Das Einzige, was Sie erreichen, ist, dass die ganzen Regionalflughäfen mit ihrer wirtschaftlichen Bedeutung in schweres Fahrwasser geraten. Das ist der einzige Effekt. Fürs Klima nichts, nur wirtschaftliche Belastungen. Und ich schließe, Frau Bundeskanzlerin, an dieser Stelle mit der Enttäuschung, dass gestern im Kabinett das Klimapaket beschlossen worden ist. Die CDU-Vorsitzende hatte einen nationalen Klimakonsens angekündigt. Parteiübergreifende Gespräche wurden angekündigt in ihrem Sommerinterview. Was wird daraus? Ein reguläres parlamentarisches Verfahren. Welche Autorität hat die CDU-Bundesvorsitzende eigentlich, wenn deren Ankündigungen belanglos sind? Und welches Interesse haben Sie eigentlich an einem parteiübergreifenden Konsens, der auch Regierungswechsel und Legislaturperioden überdauert? Gerade in der Frage des Klimaschutzes würde es darauf ankommen, Leitlinien zu beschreiben, die länger halten als nur 2 Jahre spätestens nach der nächsten Bundestagswahl, sondern die Planungssicherheit und Berechenbarkeit auch bis ins nächste Jahrzehnt geben. Es ist ein bedauerliches Versäumnis, dass Sie das Angebot der Opposition in dieser Frage in den Wind geschlagen haben. Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus. Lieber Kollege Lindner, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich meine, was für einen besseren Platz gibt es, um einen Konsens zu erzielen als dieses Hohe Haus, als der Deutsche Bundestag? Dafür ist er da, als der Vermittlungsausschuss und auch der Bundesrat. Also insofern, denke ich mal, ist dort kein Widerspruch. Meine Damen und Herren, Europa ist eine Wertegemeinschaft. Wir haben uns einen Wertekanon über mehr als 3000 Jahre erkämpft, blutig mit vielen, vielen Opfern, in dem wir heute zusammenleben. Und in diesem Wertekanon spielt die Würde des Menschen eine große Rolle. Toleranz gegenüber Andersdenkenden und auch Andersgläubigen, Respekt, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wir sind alle als Europäer aufgerufen, diese Rechte zu verteidigen. Und wir machen das hier in Deutschland auch, aber sehr gerne, indem wir teilweise, auch zu Recht, auf andere Länder zeigen. Aber ich glaube, die schrecklichen Anschläge von Halle zeigen uns, dass wir auf uns selbst erst einmal zeigen müssen, wenn es darum geht, diesen europäischen Wertekanon zu verteidigen, meine Damen und Herren. Und ich will jetzt überhaupt nicht spekulieren, was den Attentäter von Halle zu dem gemacht hat, was er ist und wer dafür verantwortlich war. Aber Fakt ist, wir haben hier ein Klima, und es ist eben schon gesagt worden, der Verrohung. Es fängt im Netz an und hört im Deutschen Bundestag auf, oder ist es vielleicht auch umgekehrt, dass es hier anfängt und im Netz aufhört, meine Damen und Herren? Und deswegen sind wir alle aufgerufen, dass wir uns hier in einer Sache einig sind. Wir hier im Deutschen Bundestag haben eine ganz besondere Rolle. Wir haben eine Vorbildrolle. Wenn wir nicht respektvoll und achtsam miteinander umgehen, wenn wir nicht die Worte wägen, weil aus Worte werden Taten, meine Damen und Herren, wer soll es denn sonst machen? Und das sollte uns hier in diesem Haus Verpflichtung sein. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, jetzt Widerspruch von Seiten der AfD kommt. Das können Sie nicht hören an dem Fernsehbildschirm, aber es kommt an dieser Stelle nach diesem Satz Widerspruch der AfD, meine Damen und Herren. Und wir sollten uns auch in einer Sache einig sein als Europäer, als wertegeleitete Europäer, dass es unser aller Aufgabe ist, jüdisches Leben auf diesem Kontinent zu sichern, meine Damen und Herren. Und
Und wenn wir über dieses wertegeleitete Europa sprechen, dann stehen wir vor nicht einer Zäsur, aber vor einem Neuanfang. Wir haben ein neues Parlament, wir haben eine neue Kommission. Wir werden, und die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, über den mehrjährigen Finanzrahmen sprechen, wo wir festlegen werden, was unsere Prioritäten bis 2027 sein werden. Und ja, es ist so, wir haben den Brexit, ein Land tritt erstmals aus der Europäischen Union aus. Jetzt ist die Frage, was ist die Rolle des nationalen Parlaments? Wir haben eine große Rolle als nationale Parlamente, vielleicht eine noch größere, weil die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament schwieriger geworden sind. Wir sind nicht nur der nationale Gesetzgeber, nein. Wir haben auch eine europäische Verantwortung als Treiber in dem Prozess der europäischen Gemeinsamkeiten. Aber, und das ist uns auch aufgegeben worden, als Bremser da, wo das Subsidiaritätsprinzip verletzt wird. Wir sind die Anwälte unserer nationalen Bürgerinnen und Bürger auf europäischer Ebene. Und deswegen ist meine Fraktion entschlossen, noch mehr in Richtung Europa zu arbeiten, sich noch mehr mit unseren Fraktionskollegen in Brüssel, in den anderen nationalen Parlamenten zu vernetzen. Und deswegen hat meine Fraktion auch ein Positionspapier erstellt, wo wir ganz genau die Erwartungen an die neue Kommission, an Ursula von der Leyen, aufschreiben. Und ich möchte aus diesem Positionspapier drei Sachen herausgreifen. Das erste ist, was ich herausgreifen möchte, und ich glaube, das ist so aktuell, wie es nur sein kann, ist, dass wir festgestellt haben bei dem Konflikt in der Türkei, in Syrien, dass es ganz, ganz schwierig ist, eine gemeinsame europäische Haltung dazu zu entwickeln. Und wenn wir nicht in der Lage sind, eine gemeinsame europäische außenpolitische Haltung zu entwickeln, dann verzwergen wir uns, dann machen wir uns klein, weil wir dann keine Rolle mehr spielen. Und eine Haltung zu definieren, das reicht nicht. Wir müssen auch unsere Interessen definieren. Und unsere Interessen sind nicht nur in der Türkei und in Syrien. Die sind beispielsweise auch auf dem Westbalkan. Auch das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Und unsere Interessen sind auch in Afrika. Aber dafür müssen wir handlungsfähig sein. Und handlungsfähig können wir nicht so sein, wenn die europäischen Regeln in der Außenpolitik so weiterlaufen wie bisher. Wir müssen wirklich hinterfragen, ob das Einstimmigkeitsprinzip nicht durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzt werden muss. Wir brauchen auch eine gemeinsame europäische Entwicklungspolitik. Denn es ist eine der Kernelemente auch dieses europäischen Wertekanons, dass wir versuchen, über Entwicklungspolitik Frieden in dieser Welt zu stiften, soweit es uns auch möglich ist. Ja, aber wir brauchen auch eine gemeinsame, stärkere europäische Verteidigungspolitik. Wir sind der Meinung, wir brauchen einen europäischen Sicherheitsrat. Wir sind der Meinung, dass die europäischen Armeen mehr kooperieren müssen. Ja, und wir sind auch der Meinung, wir brauchen mehr gemeinsame europäische Rüstungsprojekte. Nur, meine Damen und Herren, das bedeutet am Ende des Tages, dass nicht alles nach deutschen Maßstäben und Regeln ablaufen kann. Weil wenn wir das europäisch regeln, dann müssen wir auch an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen von Dingen, die uns wichtig und lieb sind. Das beinhaltet der Kompromiss. Erster Punkt, Erwartungen an die neue Kommission, eine gemeinsame Außenpolitik. Der zweite Punkt ist, wir müssen eine gemeinsame Zukunftspolitik machen. Wir brauchen einen Schwerpunkt in dieser Europäischen Union auf Innovation, auf Technologie. Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Digitalmarkt. Wir müssen viel, viel mehr machen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und weil es auch diese Woche aktuell ist, wir brauchen eine große Kooperation im Bereich Ausbildung und insbesondere auch im Bereich der beruflichen Ausbildung. Das sind nur einige Punkte, die diesen Kontinent am Ende zukunftsfähig machen und die wir formuliert haben. Und der dritte große Punkt, und den haben wir am Anfang unseres Positionspapiers gestellt, und der spielt bei Ursula von der Leyen auch eine ganz wichtige Rolle, ist das Thema Klima und Umwelt. Ja, wir haben hier, ich weiß, das wird diskutiert, einiges auf den Weg gebracht in Deutschland, was wir übrigens mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit, und das ist jetzt an die Adresse der Bundesregierung gerichtet, umsetzen. Jede Woche setzen wir um, was wir da am 20. September beschlossen haben. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, was nützt das, wenn ihr das alleine auf deutscher Ebene macht? Wir brauchen eine europäische Lösung. Und genau diese europäische Lösung ist von Ursula von der Leyen skizziert worden. Und Kern dieser europäischen Lösung ist zum Beispiel, dass der Zertifikatehandel auch auf die Non-ETS-Bereiche, nämlich Mobilität und Gebäudewärme, ausgedehnt wird. Und deswegen ist es richtig, dass wir in unserem Konzept den Zertifikatehandel stehen haben, weil der ist anschlussfähig zu Europa. Und ich glaube, das muss unser Ansinn sein, meine Damen und Herren. Das, was wir inhaltlich wollen, ist das eine. Das andere ist, und auch darüber wird bei diesem europäischen Gipfel gesprochen, ist, wie wird es finanziell verankert?
Und es wird finanziell verankert in einem mehrjährigen Finanzrahmen. Das ist anders als bei uns hier im Bundestag. Wir werden uns festlegen, was sind die Eckpunkte für die nächsten 6 Jahre, für die nächsten 6 oder 7 Jahre. Und in diesem mehrjährigen Finanzrahmen können wir Prioritäten setzen. Wir können die Prioritäten so setzen, dass wir jedem was geben, damit er irgendwie politisch befriedet ist. Wir können diesen Finanzrahmen so setzen, dass wir jedem was geben, der Strukturen erhalten will. Oder wir können diesen Finanzrahmen so setzen, dass wir ihn konsequent auf Zukunft ausrichten. Und das muss doch unser Ansatz sein. Europa muss ein Zukunftsprojekt sein und nicht ein Projekt, was den Nachlass verwaltet, was irgendwo bewahrt. Und dementsprechend müssen unsere Schwerpunkte liegen. In dem Bereich Außen- und Sicherheitspolitik müssen unsere Schwerpunkte liegen. In dem Bereich Technologie und Innovation müssen unsere Schwerpunkte in diesem mehrjährigen Finanzrahmen liegen. In dem Bereich Klima, Umwelt und Ökologie. Und darauf werden wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion achten, dass genau das passieren wird in diesem mehrjährigen Finanzrahmen. Jetzt ist es so, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, dass wir diesen Weg gehen mit einem dicken, dicken Ziegelstein im Rucksack. Und das ist der Brexit. Und wir hätten uns gewünscht, Frau Bundeskanzlerin, dass wir heute schon weiter gewesen wären. Aber es ist nicht so. Und ich habe noch mal nachgeschaut, was wir uns aufgeschrieben haben, als dieser Brexit-Prozess begonnen hat. Und wir haben gesagt, wir wollen respektvoll mit den Briten verhandeln, weil sie immer unsere Freunde waren, sind und auch bleiben werden. Wir wollen deswegen respektvoll mit den Briten umgehen, weil sie uns in ihren Werten und Einstellungen auch sehr, sehr nahe sind. Wir wollen deswegen respektvoll mit den Briten umgehen, weil es auch nach dem Brexit viele, viele Arten der Zusammenarbeit geben wird und geben muss. Und daran haben wir uns, meine Damen und Herren, auch gehalten. Ich kann das Lob an Michel Barnier auch nur seitens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aussprechen. Wir sind fair geblieben in diesem Prozess, es ist überhaupt keine Frage. Wir sind zusammengeblieben als Europäer, wir haben uns nicht aufspalten lassen, das war nicht selbstverständlich. Und, meine Damen und Herren, wir haben auch, und das gehört auch zur Fairness dazu, gesagt, es wird kein Rosinenpicken geben, sondern wer die Belastungen trägt, der hat auch den Vorteil. Und es kann nicht sein, dass jemand Vorteile aus dieser Europäischen Union hat, der die Belastungen nicht trägt. Und in meiner ersten Rede zu diesem Thema habe ich eine Sache gesagt, und die hat uns auch getragen und die trägt uns auch heute noch, nämlich der Punkt, dass es keine Lösung geben kann, die das Karfreitagsabkommen in Frage stellt, dass es keine Lösung geben kann, die aus Irland, aus Nordirland wieder einen Platz von Krieg und Terror macht. Und das muss uns, meine Damen und Herren, auch leiten. Und das sind ja auch die Knackpunkte, über die noch geredet wird. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, darüber zu reden, weil da jetzt was Falsches zu machen, hätte fürchterliche Folgen. Und damit komme ich dann wieder zu meinem Anfang. Ich habe gesagt, Europa ist ein Werteprojekt, überhaupt keine Frage. Aber Europa ist auch, und das sehen wir mal wieder am Beispiel Nordirland und Irland, Europa ist immer noch das größte und erfolgreichste Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. Und deswegen ist es gut und deswegen ist es richtig, dass wir wie vor jedem Europäischen Rat hier heute darüber debattieren, damit wir uns da selber vergewissern und damit wir uns selber daran erinnern, wie wichtig dieses Europa für den Frieden auf diesem Kontinent ist. Dankeschön. Jetzt hat er das Wort der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Dietmar Bartsch. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich will ganz kurz eine Bemerkung zu den schrecklichen Ereignissen in Halle machen. Danke dem Bundestagspräsidenten für seine Worte. Ich finde es richtig und vernünftig, dass wir im Anschluss an diese Regierungserklärung und der Debatte dazu eine vereinbarte Debatte haben. Das finde ich richtig. Ich will mich dem Kollegen Rolf Mützenich mit seinen Einschätzungen ausdrücklich anschließen und will aber an uns alle appellieren, dass wir eine Verantwortung haben. Und ich mir vor allen Dingen wünsche, dass sich diese Verantwortung dann auch in den anstehenden Haushaltsberatungen zeigt, wo wir eben nicht Projekte, die gegen Rechtsextremismus sind, kürzen, sondern sie aufstocken, meine Damen und Herren. Zum Europäischen Rat habe ich der Bundeskanzlerin aufmerksam zugehört und mir ist aufgefallen, dass das sehr, sehr ähnlich den Reden war in den vergangenen Jahren. Es geht wieder um das Thema Irland-Nordirland, es geht um die Zollfrage, wir sind auf einem besseren Weg, aber noch nicht am Ziel. Das alles ist mehrfach gesagt. Und wir können nur feststellen, die Farce, wie ich sie betrachte, bezeichne, zieht sich inzwischen schon seit 3 Jahren hin. Es gibt allerdings eine gewaltige Veränderung. Und das ist die Tatsache, dass inzwischen Boris Johnson Premierminister ist.
der hat offensichtlich eine eigene heilige Mission, und das ist die, Boris Johnson Premierminister zu sein. Die hat er erfüllt. Und ich kann nur feststellen, das ist ja jemand, der noch 2009 in der Parteifamilie der Union mit war. Und da sieht man, wie schnell das geht, vom Konservativen zum Rechtspopulisten. Und ich wünsche mir, Frau Merkel, dass Sie bei Ihrer Partei aufpassen, dass das nicht auch geschieht. Das wäre jedenfalls ziemlich günstig. Bei den Treffen, meine Damen und Herren, geht es natürlich nicht nur um den Brexit, sondern es geht um die langfristige strategische Ausrichtung der Europäischen Union. Es geht um zentrale Weichenstellungen. Und wir alle wissen und sehen, dass die Europäische Union in einer der schwersten Krisen ist. Und der Brinkhaus Friedensprojekt, ja, sehr gut. Aber es zeigt sich doch aktuell am Umgang mit der Türkei, in was für einer dramatischen Krise wir uns befinden. Während wir hier reden, rollen Panzer von der Türkei nach Syrien. Jahrelang wurde auch von hier der Türkei immer wieder signalisiert, dass sie kulturell nicht nur so zur EU passen würde. Und damit haben auch wir oder Sie die säkulären und demokratischen Kräfte in der Türkei im Stich gelassen. Und Frau Bundeskanzlerin, ich teile ja Ihre Sicht und Ihre Auffassung, die Aufrufe an Erdogan, das ist ja insoweit okay. Aber man muss ja eines auch erwähnen. Sie haben ja Herrn Erdogan und die Entwicklung leider unterstützt. Ich will da nur an Ihre Reise vor dem entscheidenden Verfassungsreferendum Anfang 2017 erinnern. Damit haben Sie faktisch Wahlhilfe für Erdogan geleistet. Das gehört auch mit zur Wahrheit. Und jetzt im Herbst des Jahres 2019 zeigt sich ohne jeden Zweifel, Erdogan ist ein Diktator mit Großmachtfantasien, der einen völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Krieg führt. Meine Damen und Herren, der Mann hält sich nicht an internationale Absprachen, der hält sich nicht an geltendes Recht. Und mir ist eins nicht klar. Warum sind Sie eigentlich so ängstlich als Bundesregierung? Warum trauen Sie sich nicht einmal, das als völkerrechtswidrig zu bezeichnen? Und ich kann Ihnen sagen, warum das so ist. Das Flüchtlingsabkommen ist das Erpressungsmaterial, meine Damen und Herren. Das Flüchtlingsabkommen versorgt Ankara mit Milliarden, damit sie ihre Verantwortung in der EU gegenüber den Menschen, die flüchten, nicht wahrnehmen müssen. Das ist die Wahrheit. War es nicht mal Staatsräson, sich nicht erpressbar zu machen? Wir sind erpressbar. Und das ist überhaupt nicht zu akzeptieren, meine Damen und Herren. Und weiterhin ist es so, dass Erdogan mit Rüstungsgütern versorgt wird. Seit 2000 1,75 Milliarden sind an die Türkei Waffen geliefert worden. 2018 und 2019 war die Türkei der größte Abnehmer deutscher Waffenexporte. Und bis Ende August in diesem Jahr ist wiederum der höchste Anteil von Deutschland geliefert worden. Das nennen Sie restriktiv? Nein, das ist überhaupt nicht restriktiv. Die Wahrheit ist, dass der Angriffskrieg gegen die Kurden in Nordsyrien eben auch mit deutschen Panzern geführt wird. Diejenigen, die das genehmigt haben, die müssten jetzt eigentlich keine Nacht schlafen können. Und die Rüstungskonzerne, die blutige Profite verdienen, die müssten auch nicht schlafen können, weil sie nämlich an diesem Wahnsinn beteiligt sind. Und meine Damen und Herren, es sind die Kurden und im Übrigen vor allen Dingen die Kurdinnen und Kurdinnen, die an Erdogan ausgeliefert worden sind. Das sind diejenigen, die die Jesiden zu einem großen Teil vor Tod und vor Versklavung bewahrt haben. Das sind diejenigen, die tapfer gegen den IS gekämpft haben. Das ist die Wahrheit. Und wenn jetzt der Generalkommandant Mesul Kobani sagen muss, wegen des Schutzes von Syrien, wenn wir zwischen Kompromissen und Genozid an unserem Volk entscheiden müssen, entscheiden wir uns natürlich für das Leben unserer Menschen. Meine Damen und Herren, diese Worte müssen doch alle mehr als nachdenklich machen. Deswegen erwarte ich nicht nur, dass es keine Waffenexporte in die Türkei mehr genehmigt werden. Es muss einen sofortigen Exportstopp geben. Keine einzige Waffe darf mehr an die Türkei geliefert werden, meine Damen und Herren. Das setzen Sie mal beim EU-Gipfel durch. Die Wahrheit ist nur eine völlig andere. Die Bundesregierung hat Anfang der Woche die Weisung ausgegeben, dass ein europäisches Waffenembargo an die Türkei zu verhindern ist. Das ist doch unfassbar, meine Damen und Herren. Sie bremsen faktisch ein hartes Vorgehen. Aber wir müssten viel härter vorgehen, ob es nur Hermes-Bürgschaften sind, ob es das Einfrieren von Vermögen ist oder. Und eins will ich noch sagen. Wir sind in einer gemeinsamen Mission mit der Bundeswehr beim Einsatz Counter-Dash. Da sind auch 4 Aufklärungstornados mit der Türkei unterwegs.
Können Sie eigentlich garantieren, dass diese Aufnahmen nicht genutzt werden, jetzt im Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden, dass diese Bilder nicht... Wir dürfen diesen Einsatz auf gar keinen Fall verlängern, meine Damen und Herren. Das wäre mal eine Ansage und ein Deutlichmachen, wo die Bundesregierung steht. Und ich will noch eine Bemerkung gleich anschließen, die ich selten mache, zu einem Entschließungsantrag von uns. Da geht es um die Aufnahme unbegleiteter Flüchtlingskinder, die in Griechenland aktuell unter schlimmsten Bedingungen leben müssen. Leben kann man gar nicht sagen. Setzen Sie sich bitte bei der Europäischen Union dafür ein, dass es eine Lösung gibt, eine humanitäre Lösung für diese Kinder. Das ist doch das Mindeste, was da morgen rauskommen kann. Es sind gar nicht so viele. Bitte klären Sie das, Frau Merkel. Wir stehen vor Riesenherausforderungen. Es ist so, dass die Kommission immer noch nicht eingesetzt werden kann. Und interessanterweise ist ja das Verhältnis Deutschland-Frankreich jetzt doch vielfach belastet. Da geht es um die Beitritte. Herr Macron gibt Frau von der Leyen die Verantwortung, dass die französische Kandidatin nicht gewählt worden ist. Also der deutsch-französische Motor, der stockt offensichtlich sehr. Und damit steht auch die Politikfähigkeit der EU in Frage. Aber eins ist doch wiederum komisch. Ausgerechnet bei Rüstungsexporten, da kriegen Sie gestern eine Lösung hin, dass 20% auch deutscher Rüstungsgüter da reingehen können, zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien. Das ist doch unfassbar, dass es bei Rüstung immer klappt und bei den wichtigen Sachen, Kommissionsbesetzung und, klappt das nicht, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass es endlich ein Europa gibt, was eben auch sozial ausgerichtet ist, wo wirklich Interessen, die den Menschen entsprechend wahrgenommen werden, setzen sich dafür ein, Frau Bundeskanzlerin, dann können wir Sie auch partiell unterstützen. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Täter des schrecklichen antisemitischen Anschlags in Halle mag bei dieser Tat alleine gehandelt haben, aber er war Teil eines rechtsextremen Netzes aus Hass und Hetze, das auch im Internet stattfindet. Und es ist bereits erwähnt worden, wenn darauf hingewiesen wird, welche Tweets aus Reihen der Fraktion der AfD abgesetzt werden, dann, und das verdeutlicht nochmal, wie problematisch Sie sind, dann empören Sie sich nicht über Ihren Kollegen, der die antisemitischen Tweets absetzt. Nein, Sie empören sich darüber, dass darauf hingewiesen wird, dass die antisemitischen Tweets aus Ihren Reihen abgesetzt werden. Und das zeigt das wahre Gesicht der AfD und das zeigt, dass Sie eben keine demokratische Partei sind. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich persönlich weiß nicht, mit welchen Erwartungen Sie nach Brüssel fahren. Aber angesichts des schwachen Beitrags, das Ihre Bundesregierung zur Lösung vieler Herausforderungen, vor der die Europäische Union steht, kann ich Ihnen nur sagen, ich erwarte von Ihrem Beitrag nicht besonders viel. Nämlich, wir haben eine ganze Reihe von Problemen. Außenpolitische Krisen wie in Syrien mit dem völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei, der Brexit, die Herausforderungen der Klimakrise. Für all dies bräuchten wir eine starke, eine handlungsfähige Europäische Union. Und davon sind wir leider noch weit entfernt. Und, Frau Bundeskanzlerin, von Ihrer Regierung kommt viel zu wenig, um dies zu ändern. Und, Frau Merkel, Sie haben zwar schöne Worte hier gefunden zur Lyrik des Haushaltes, aber Ihre Bundesregierung ist es, die blockiert, dass die EU die Finanzmittel bekommt, die sie braucht zur Lösung der Probleme. Deswegen hören Sie auf, hier schöne Worte zu finden, sondern hören Sie auf, endlich die Blockade zu beenden. Und Frau Merkel, wir würden uns einfach sehr wünschen, dass Sie mit dazu beitragen, dass die Europäische Union außenpolitisch handlungsfähig wird. Denn die Europäische Union ist außenpolitisch auch deshalb nicht handlungsfähig, weil sie durch den Deal mit dem Autokraten Erdogan erpressbar ist. Und wenn Herr Seehofer selbst sich schon, also Herr Seehofer, inzwischen darum bemüht,
dass wir eine Verteilung von Geflüchteten in Europa bekommen. Was macht dann die FDP? Was macht dann Herr Lindner, anstatt es zu unterstützen und damit die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu unterstützen, greift Herr Lindner Herrn Seehofer von rechts an. Das ist doch skandalös und das zeigt, wie wenig die FDP die geopolitischen Herausforderungen begriffen hat. Und Frau Merkel, was wirklich notwendig wäre, dass Sie deutlich machen, dass der Angriff völkerrechtswidrig ist, dass Sie sich das endlich trauen zu sagen, nämlich allein Ihr Handeln oder Nichthandeln bei Afrin hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Türkei jetzt angreift. Und Sie haben, Frau Merkel, was zu den großen Herausforderungen der Klimakrise gesagt. Sie haben was dazu gesagt, dass die Kommission handeln will und bis 2050 klimaneutral sein will. Sie haben aber nichts davon gesagt, ob die Bundesregierung das unterstützt. Ich würde erwarten, dass die Bundesregierung das unterstützt. Und vor allem würde ich erwarten, dass Sie unterstützen, dass die 2030-Ziele angeschärft werden. Nicht die 2030-Ziele anzuschärfen, ist notwendig, um das zu erreichen. Und Frau Bundeskanzlerin, wenn man sich jetzt Ihr Klimapäckchen anschaut, mit diesem Klimapäckchen werden Sie nicht Ihre eigenen 2030-Ziele erfüllen, Sie werden nicht das Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen und Sie werden ganz sicher nicht die angeschärften 2030-Ziele erfüllen. Deswegen sorgen Sie endlich für wirksamen Klimaschutz. Was wir hier bräuchten, wäre eine Bundesregierung, die europapolitisch handlungsfähig ist und eine Bundesregierung, die sich endlich traut, klimapolitisch handlungsfähig zu sein und die nicht nur beim kleinsten gemeinsamen Nenner verharrt. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Martin Schulz, SPD. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, am 17. Oktober 2018, also heute genau vor einem Jahr, hat der Deutsche Bundestag zur Vorbereitung einer oder in der Debatte einer Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Vorbereitung eines folgenden Europäischen Rates diskutiert über den Brexit und über einen Deal, der abgeschlossen war, von dem zu diesem Zeitpunkt die Ministerpräsidentin des Vereinigten Königreiches, Theresa May, sagte, the best deal we could get, der beste Deal, den wir bekommen konnten. Ein Deal, dem alle 27 anderen EU-Staaten zugestimmt hatten, darunter solche, die sehr skeptisch gegenüber der europäischen Integration sind, Polen zum Beispiel oder Ungarn. Warum war das damals so? Weil die Europäische Union und ihr Verhandlungsführer Michel Barnier den Briten in fast allen Punkten entgegengekommen war. Soweit zu dem Thema, wie weit muss die Europäische Union Großbritannien entgegenkommen. Die Regierungschefin dieses Landes, die damals die Verhandlungen führte, bezeichnete es als den besten Deal, den Großbritannien bekommen kann. Und ging zurück nach London und traf auf eine radikalisierte Gruppe ihrer eigenen Partei, die in Kombination mit den Ultranationalisten in Nordirland nicht bereit war, diesen Deal zu akzeptieren. Und der Anführer dieser Bewegung hieß Boris Johnson. Und dieser Mann ist heute Ministerpräsident. Und wie können wir erwarten, dass wir mit dem einen fairen Deal hinbekommen? Alles, was zurzeit abläuft mit diesen Leuten im britischen Unterhaus, muss betrachtet werden, nicht was in der Nacht verhandelt wird. Ich bin ziemlich sicher, dass die Staats- und Regierungschefs bereit sein werden, am Ende einen Kompromiss, der ganz nah bei dem ist, was Theresa May ausgehandelt hat, in die Abstimmung zu geben und dem zuzustimmen. Aber die Entscheidung wird am kommenden Samstag im Unterhaus fallen. Und die Leute, die dort sitzen, sind die Leute, die Boris Johnson in die Downing Street gebracht haben. Dem ging es vor einem Jahr nicht um die Europäische Union. Dem ging es auch gar nicht um den Brexit. Dem ging es um ein Machtspiel, das er gewonnen hat. Und jetzt sitzt er in der Downing Street. Und jetzt ist es für die Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien wie in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Teil sehr schwer nachzuvollziehen, was da abläuft, warum es eine Grenze geben soll oder keine geben soll, warum es Kontrollen in der Irischen See geben soll oder nicht.
Darum wird es auch gehen, aber es geht im Wesentlichen um etwas ganz anderes. Und deshalb müssen wir das Augenmerk auf folgenden Umstand lenken. Er war noch nicht 14 Tage in der Downing Street, da hat er zu verstehen gegeben, was er will. Boris Johnson will das Vereinigte Königreich zum Ableger der Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika vor den Toren der Europäischen Union machen. Er will nicht, wie Theresa May noch, eine möglichst nahe Anbindung an die Europäische Union. Boris Johnson hat ganz klar erklärt, wir wollen mit den Vereinigten Staaten von Amerika eine Präferenzhandelspolitik machen, die sich gegen die Europäische Union richtet. Und deshalb, man darf nicht am Ende, mitten in der Nacht, morgens um 4 Uhr, wir wissen ja, wie das läuft, wenn keiner mehr die Augen offen halten kann und alle sagen, na du komm, nur mach einen Kompromiss, damit wir das Ding vom Tisch kriegen. Diesmal darf das nicht so gehen. Denn, meine Damen und Herren, es geht um eins, um den Kernbereich des Bestandes des Binnenmarkts der Europäischen Union. Man hat am Ende auch die Verpflichtung, Frau Bundeskanzlerin, Folgendes zu tun. Kompromissbereitschaft darf nicht zur Selbstaufgabe der eigenen Prinzipien führen. Darum wird es in dieser Verhandlungsnacht gehen. Die Politik dieses Mannes ist klar. Das ist der Ableger von Donald Trump in der Europäischen Union. Und die Methoden, die dort angewendet werden, ja, dass die Ihnen gefallen, die Methoden, die der Trump und der Johnson anwenden, das wundert mich nicht. Das ist der gleiche politische Tiefflug, der gleiche populistische Flachkopf, wie Sie ihn hier im Bundestag repräsentieren. Hören Sie darauf. Herr Kollege Schulz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bistron? Nein. Es ist der gleiche intellektuelle Tiefflug, den wir in Europa erleben, und die gleiche Methodik, ohne jedes Beispiel ist, dass ein Regierungschef aus einer Telefonunterhaltung mit der Regierungschefin eines anderen Landes bewusst und gezielt Inhalte lanciert. Das hat ja schon Trump-Zelensky-Qualität, was da abläuft. Und warum wird das gemacht? Warum wird die Trump-Methode durch Johnson angewendet? Wenn es am Ende so ist, dass die Europäische Union sagt, um unserer selbst willen werden wir nicht jedem Kompromiss zustimmen, muss es bereits einen Schuldigen geben. Und wer soll der Schuldige sein? Natürlich die Bundeskanzlerin, natürlich der Macron. Hier wird ein Blame Game schon in Vorwegnahme gespielt. Das ist die Methode, mit der man Europa zerstört. Das ist die Methode, mit der man Vertrauen zerstört. Das ist die Methode, mit der man die diplomatischen Grundlagen, die man braucht, um in einer globalen Welt zu nachhaltigen Vereinbarungen zu kommen. Das ist die Methode, mit der man das zerstört. Und das, Frau Merkel, dürfen Sie im Europäischen Rat nicht zulassen. Im Wesentlichen geht es nämlich darum, und das ist die Grenzfrage zwischen Irland und Großbritannien. Bekommt Boris Johnson, was er will, den ungehinderten Zugang zum größten und reichsten Binnenmarkt der Welt, dem europäischen, ohne gleichzeitig verpflichtet zu sein, die ökologischen Standards, die sozialen Standards, die steuerrechtlichen Standards dieses Binnenmarktes einhalten zu müssen? Das würde für die Wirtschaft unseres Landes, und kein Land in der EU ist mehr angewiesen auf diesen europäischen Binnenmarkt und sein Funktionieren als die Bundesrepublik Deutschland, das würde für uns bedeuten, dass die Betriebe, die bei uns sind und die Ökostandards einhalten, die Sozialstandards einhalten, die anständig Steuern zahlen, erleben würden, dass wir zulassen, dass vor unserer Haustüre eine Plattform für das Dumping jeder Art und ein Steuerparadies, eine Steueroase entsteht. Diese Wettbewerbsverzerrung dürfen wir unseren eigenen Unternehmen, unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Unternehmen nicht zustimmen. Deshalb, ja, wir wollen eine möglichst enge Anbindung Großbritanniens an die Europäische Union. Die Frage ist nur, will Boris Johnson das noch oder verfolgt er eine völlig andere Politik? Darum wird es gehen. Und deshalb wiederhole ich noch mal, Selbstbehauptung ist jetzt gefragt. Die Europäische Union ist Großbritannien weit entgegengekommen. Und ich hoffe, dass es einen fairen Deal zwischen beiden gibt. Aber eins ist auch klar.
Boris Johnson war jemand, der vom ersten Tag an in Verbindung mit seinem Herrenreiter Rees-Mogg und dessen Arroganz gegenüber jedem und allem, der nicht seiner Meinung ist und schon mal gar gegen Europa, gleiches Geisteskind wie die rechte Seite dieses Hauses. In einer globalen Welt ist die Renationalisierung die falsche Antwort. Die Globalisierung braucht Regeln, sozial, ökologisch, demokratisch. Das Modell, das dafür steht, ist die Integration Europas. Vielen Dank. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Bistrom, AfD. Herr Schulz, das ist unsäglich, wie Sie hier einen demokratisch gewählten Kollegen aus England diffamieren. Ja? Das ist ein Premierminister, der von seinem Volk gewählt wurde, damit er den Willen des Volkes vollbringt. Die Engländer haben sich in einer Volksentscheidung, in einem Volksentscheid entschieden, diese EU zu verlassen. Und der wichtigste Grund für diese Entscheidung waren Bürokraten wie Sie in Brüssel. Die Menschen in England haben gesagt, wir möchten nicht mehr von Brüssel aus regiert werden. Also diffamieren Sie den Premierminister nicht dafür, dass er sich dafür einsetzt, was das englische Volk will. Das ist genau das, was Sie nicht tun hier. Herr Kollege Schulz, möchten Sie erwidern? Herr Kollege Bistrom, würden Sie bitte zur Erwiderung stehen bleiben, so ist es üblich. Wir haben wenn Sie einen Moment Ruhe waren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kann er mich verstehen. Üblicherweise ist es bei uns im Bundestag, es ist nicht im Grundgesetz vorgeschrieben, aber es ist üblich, dass wenn man eine Zwischenbemerkung einen Redner in der Antwort, dass man die Stehenden entgegennimmt. Ja, von mir aus Herr Kollege Schulz, nein, Sie, jetzt haben Sie das Wort. Ja, von mir aus hätte er sitzen bleiben können. Also. Ja, aber nach den Regeln, die wir hier haben, machen wir es so. Und das lassen wir jetzt auch dabei, Herr Schulz. Also, die britische Regierung, Herr Bistrom, wird auf anderen Regeln eingesetzt, als das in anderen Fällen, in anderen Ländern der Fall ist. Deshalb zu Ihrer Aufklärung. Herr Johnson ist als Mitglied des Unterhauses gewählt worden, nicht als Regierungschef. Da ist er von der Queen ernannt worden. Und nach meiner Einschätzung hat er im Unterhaus keine Mehrheit, was übrigens der Grund für die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen ist. Ich hoffe, Sie haben dadurch jetzt ein bisschen mehr Einblick in die europäische Politik bekommen. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Dobrindt, CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, es ist doch richtig. Wir können nicht mit den Rezepten der Vergangenheit die Herausforderung Europas meistern. Wer meint, er könnte mit Renationalisierung, wer meint, er könnte es alleine, wer meint, er braucht auf der Welt niemanden anderen außer sich selbst, der wird es nicht schaffen, in Zukunft Wohlstand in Europa zu sichern. Aber das ist unsere Aufgabe, die wir gemeinsam haben. Darum hat Martin Schulz natürlich auch recht mit dem, was er sagt. Danke, ich weiß, es ist ungewöhnlich, dass wir uns gegenseitig loben. Aber wenn es darum geht, dass wir diese Herausforderungen beschreiben, dann glaube ich auch, dass die neue Kommission und dass die Kommissionspräsidentin, dass Ursula von der Leyen auch den richtigen Takt vorgibt, dass sie klar formuliert hat, dass eine der großen Herausforderungen ein klimaneutrales Europa ist. Und lieber Christian Lindner, es ist gerade nicht so, dass wir damit einen nationalen Alleingang machen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bestimmen das Tempo mit in Europa. Und das ist gerade bei den neuen Technologien unsere Aufgabe. Wir als Industrienation, als größte Wirtschaftskraft in Europa, als Exportweltmeister, wir wollen doch auch zukünftig bei neuen, bei grünen Technologien die erfolgreichen auf der Welt sein und nicht warten, bis andere etwas entwickeln. Deswegen ist es richtig, dass wir im Klimaschutz vorangehen und dafür sorgen, dass wir die Ideen für die Zukunft in den Markt der Welt produzieren, meine Damen und Herren. Ja,
Eine 1 Billion Euro in den nächsten Jahren bereitgestellt in Europa für Investitionen in die Zukunft, auch übrigens bereitgestellt für die Sicherung unseres Kontinents und der Europäischen Union, auch gerade im Bereich des Grenzschutzes mit dem Ausbau von Frontex. Und übrigens auch, das hat Ursula von der Leyen deutlich angemahnt, ein vielleicht neuerer, auf jeden Fall respektvollerer Ton gegenüber unseren Nachbarstaaten in Mittel- und Osteuropa. Und da sei ich mal daran erinnert, gerade in einem besonderen Jahr, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, sollten wir uns schon wieder gemeinsam dessen bewusst sein, was der Wert der Europäischen Union und was der Wert der Europäischen Union gemeinsam mit unseren osteuropäischen und mitteleuropäischen Nachbarn bedeutet. Meine Damen und Herren, es ist ein Glücksfall der Geschichte, dass es uns gelungen ist, Osteuropa, Mitteleuropa eine klare Perspektive in der Mitte Europas aufzuzeigen. Es ist ein großer Gewinn, dass wir heute so viel Gemeinsamkeiten mit Mittel- und Osteuropa haben. Und da muss ich an der Stelle, sehr geehrter Herr Gauland, schon darauf hinweisen, dass Sie mit einer großen Leidenschaft über diejenigen reden, die Europa verlassen. Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit haben die dafür gesorgt, dass wir heute im Wohlstand und in Frieden mit unseren Nachbarn leben können, die mit Leidenschaft dieses Europa gebaut haben und es nicht gespalten haben, meine Damen und Herren. Und an der Stelle kann ich es leider Ihnen dann auch nicht ersparen, den Hinweis auf das, was auf den Anschlag in Halle jetzt mehrmals in Reden Bezug genommen worden ist, mit den Tweets, dass man angesichts dieses Anschlags in einem Tweet darüber spricht, dass Politiker vor Synagogen rumlungern würden. Sehr geehrter Herr Gauland, dass es Ihnen nicht möglich ist, dass Sie sich davon distanzieren und dafür sorgen, dass sowas auch Konsequenzen in Ihrer Fraktion hat, da müssen Sie sich dann auch sagen lassen, dass es ehrlicherweise zunehmend unerträglicher wird, dass Sie hier in diesem Parlament rumlungern, meine Damen und Herren. Und dass wir in diesem Europa jetzt wieder deutlich stärker darauf setzen, dass wir die großen Themen, die internationalen Themen bedienen. Dass Ursula von der Leyen genau auch darüber spricht, dass es die großen Aufgaben einer zukünftigen Kommission sind, die erledigt werden müssen und dass wir keine Kommission brauchen, die quasi als Nationalstaatskommission sich darum kümmert, weitere Kompetenzen nach innen zu entwickeln. Das ist ein wichtiger Beitrag, auch dafür zu sorgen, dass wir wieder mehr Zustimmung in der Öffentlichkeit für eine europäische Idee auch erzeugen können. Und dazu gehört, dass man auch Irrungen und Wirrungen eine klare Absage gegenüber formuliert. Und deswegen, meine Damen und Herren, all diejenigen, die glauben, man könnte in Europa eine europäische Arbeitslosenversicherung organisieren, eine europäische Arbeitslosenversicherung, die zu Lasten der Sozialversicherungen in den Nationalstaaten geht, die macht kein einziges Land stärker in Europa, die macht die Zusammenarbeit schwächer in Europa, und das wollen wir nicht. Wir wollen gemeinsam stärker werden und wachsen, und wir wollen nicht einseitig in Europa umverteilen. Und natürlich hat das auch was mit dem Haushalt zu tun, der für die nächsten Jahre fixiert werden soll und über den jetzt auch gesprochen wird. Und dieser Haushalt ist stark beeinträchtigt, auch durch die Situation, dass wir vor einem Brexit stehen und dass wir England möglicherweise als Partner in der Europäischen Union verlieren. Ich will Ihnen auch hier klar sagen, der Brexit ist einer der schmerzhaftesten Einschnitte in der Geschichte der europäischen Integration. Und deswegen, es ist schade, wenn wir England als engsten Partner in der EU verlieren. Und deswegen geht es jetzt darum,
nicht nur darüber zu reden, wie kann denn ein geordneter Brexit ausschauen. Ja klar ist das besser als ein ungeordneter, aber meine Damen und Herren, falsch bleibt er trotzdem. Und deswegen müssen wir auch gerade darüber reden, wie können wir eine engstmögliche Partnerschaft von England an Deutschland, an Europa zukünftig organisieren und nicht nur mit den Fingern auf alle anderen zeigen und sagen, out is out. Nein, out is out darf nie auch unser Motto sein. Es geht darum, wie kriegen wir größtmögliche Nähe auch mit England zukünftig in Europa organisiert. Ich weiß, dass die Verhandlungen über den Finanzrahmen ausgesprochen schwierig werden. Und wir wissen, dass wir in Europa neue Aufgaben haben, die wir finanzieren wollen. Aber es geht am Schluss nicht nur darum, wenn man neue Aufgaben finanziert, wie kann man neues Geld beschaffen? Es geht vor allem auch darum, wie kann man mit bestehendem Geld neue Prioritäten setzen? Und das ist jetzt auch die Herausforderung der Verhandlungen in Brüssel. In Europa Prioritäten setzen, um die Zukunft Europas und den Wohlstand für unseren Kontinent zu sichern. Herzlichen Dank. Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grüne, hat als Nächste das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir machen jedem gut, dass in die Brexit-Verhandlungen Bewegung kommt. Es ist ja ein spannendes Konstrukt, was wir da haben. Manche würden sagen, abenteuerlich. Rechtlich gilt das britische Gesetz, aber alle vereinbaren sich, dass sich niemand an das britische Gesetz hält, sondern stattdessen das europäische gilt. Und weil das so abenteuerlich ist, brauchen wir ganz glasklare Verträge und Abmachungen, die sicherstellen, dass Nordirland nicht zur Dumpingzone wird, dass das nicht die nächste große Steueroase innerhalb der Europäischen Union wird. Darauf kommt es jetzt an, dies sicherzustellen. Und deswegen müssen wir genau hinschauen, welche Binnenmarktregeln werden gelten. Und der Binnenmarkt, der ist eben auch soziale Rechte, Arbeitnehmerschutz. Das bedeutet Umweltrecht, Umweltschutz, Verbraucherschutz. Und das bedeutet auch Absprachen bei der Steuerpolitik. Und da steckt der Teufel im Detail. Und ich bitte diese Bundesregierung, nicht zuzustimmen, bevor das Detail geprüft wurde. Weil am Ende ist der Binnenmarkt wie ein Fahrradschlauch. Wenn da ein Loch drin ist, ist das Fahrrad platt. Und deswegen müssen Sie auf jedes kleine Löchlein aufpassen, damit am Ende nicht der Binnenmarkt kaputt ist. Und diese Prinzipien dürfen wir nämlich nicht aufgeben. Und Frau Merkel hat auch heute zum europäischen Haushalt gesprochen. Sie hat im ersten Satz gesagt, die EU hat große neue Aufgaben zu finanzieren, Digitalisierung, Außenverteidigung, Klima. Im zweiten Satz hat sie gesagt, es darf nirgends gekürzt werden, vor allen Dingen nicht in Ostdeutschland. Im dritten Satz hat sie gesagt, es darf auch keinen Cent mehr kosten. Adam Riese würde sagen, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Sie müssen sich schon entscheiden. Und da können wir Ihnen klar einen Rat geben. Europas Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif. Nehmen Sie mehr Geld in die Hand. Es ist gut investiertes Geld. Wagen Sie endlich mehr Europa. In Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie es ja schon drinstehen. Setzen Sie das jetzt um. Es ist unsere Zukunft. Da hängt so viel von ab. Wir sehen, was in der Welt gerade los ist. Da ist es doch verrückt. Und da jetzt zu sparen an Europa, das ist doch das Falscheste, was diese Entscheidung tun kann. Und wir haben jetzt 50 Jahre Kanzlerschaft Willy Brandt. Der hat gesagt, mehr Demokratie wagen. Und hat gesagt, wir machen mal die unangenehmen Dinge auch. Gehen Sie doch mal in diese Tradition, liebe SPD. Sagen Sie mal, Herr Scholz, etwas mehr Mut wagen für Europa, für Demokratie und dafür mal vielleicht die schwarze Null in Frage stellen. Ich danke Ihnen. Detlef Seif, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Get Brexit done.
Das war der Spruch auf dem Tory-Parteitag Anfang des Monats. Wir wollen endlich den Brexit vollziehen. Und es gab frenetischen Applaus, wenn Politiker gesagt haben, am 31. Oktober ist Schluss. Es folgt keine Verlängerung. Hier wird eine Dramaturgie aufgebaut, die Johnson dann auch mit seinem Angebot noch mal untermauert hat. Es handelte sich um das erste und einzige Angebot von Johnson vom 2. Oktober. Und er sagt, das ist mein letztes Angebot. Nur auf dieser Grundlage kann ein Abkommen geschlossen werden. Seit dem Referendum sind fast 3,5 Jahre verstrichen. 2 Jahre haben die Briten verplempert. Und jetzt kommt Boris Johnson, setzt der EU die Pistole auf die Brust, baut eine Dramaturgie auf mit seinem Chefberater, die uns zwingen soll, im letzten Moment einem Abkommen zuzustimmen. Meine Damen und Herren, wichtig ist es aber, dass trotz dieser Taktik Johnsons wir nicht daran gehindert sein sollten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Keine Verhandlungssituation dieser Welt darf dazu führen, dass wir unsere Prinzipien über Bord werfen und im Ergebnis damit der Europäischen Union Schaden zufügen. Sicher, für beide Seiten steht viel auf dem Spiel, aber besonders für Großbritannien selbst. Politische Instabilität, die werden in eine handfeste Rezession schlittern. Wir haben alle ein Interesse, dass so ein Ergebnis vermieden wird. Aber wir dürfen nur einem Abkommen zustimmen, das die Integrität des Binnenmarktes wahrt. Wenn, wie vorgeschlagen, Nordirland in einer Zollunion des Vereinigten Königreichs bleibt, aber gleichzeitig Binnenmarktregeln zur Anwendung kommen, aber keine Kontrollen auf der irischen Insel durchgeführt werden, übersteigt das zunächst mal die Fähigkeit, so einen Schritt nachzuvollziehen. Da ist höchste Sorgfalt erforderlich, sonst werfen wir unsere Prinzipien über Bord. Und es ist sehr bedauerlich, wir wollen das ja alle nicht, aber wir verplempern eine Menge unserer Zeit nicht mit den wichtigsten Themen der Gegenwart, sondern mit diesem Brexit-Verfahren. Und der mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union, mehrfach angesprochen, ist deutlich zu kurz gekommen in den letzten Monaten. Nach dem vollzogenen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist eine finanzielle Lücke zu schließen. Alleine bei der Festlegung 1% Bruttoinlandsprodukt als EU-Haushalt wird Deutschland über 10 Milliarden Euro jährlich mehr belastet werden. Und da kann man einfordern, und da ist die Bundesregierung zu unterstützen, Sparsamkeit und Solidität in der Haushaltsführung. Bei dem jetzt vorgelegten Haushalt der Kommission mit einem Ansatz von 1,114% des Bruttoinlandsprodukts hat man den Eindruck, Blaupause der vergangenen Jahre. Der Fraktionsvorsitzende hat es auch angedeutet. Keine neuen Ideen, keine Aufgabenkritik, keine Ausgabenkritik. Wenn alleine Geld ausgegeben wird, weil es zur Verfügung gestellt wird, aber kein europäischer Mehrwert erkennbar ist, muss man sich die Fragen stellen, würde dieses Projekt in Angriff genommen, wenn eben keine Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und da ist ein deutliches Sparpotenzial. Und hier können wir alle von der Kommission erwarten, dass das auch umgesetzt wird. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Jürgen Hart, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich 1992 an der Universität zu Köln im Wahlfach Politikwissenschaften die mündliche Prüfung zum britischen System Großbritanniens hatte, wenn ich in dieser Prüfung gesagt hätte, es ist auch in Großbritannien möglich, dass jemand Premierminister der Königin ist, der keine Mehrheit im Parlament hat und findet, man hätte mich hochkant aus der Prüfung rausgeschmissen. Das zeigt, wie brisant die politische Situation in Großbritannien ist. Und das lenkt den Scheinwerfer darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass natürlich alles, was jetzt möglicherweise in den Nächten in Brüssel verhandelt wird zwischen Boris Johnson und der EU-Kommission und der Europäischen Union,
am Ende des Tages auch eine Mehrheit im britischen Unterhaus finden muss. Genauso wie dieser Premierminister eine Mehrheit im britischen Unterhaus für die Regierungserklärung finden muss. Und beides ist mit großen Fragezeichen versehen. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass wir am Ende des Tages doch zu einem Punkt kommen, wo vielleicht beide Seiten sagen, wir müssen uns noch etwas mehr Zeit nehmen. Zumindest gibt es Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien, die wir übers Wochenende im Rahmen der NATO-PV getroffen haben, die genau das für möglich halten. Ich möchte zweitens zum Thema Türkei-Nordsyrien etwas sagen. Es ist klar gesagt worden, dass wir den Einsatz der Türkei südlich der Grenze für völkerrechtswidrig halten, weil er durch den Artikel auf Selbstverteidigung in dieser Form aus unserer Sicht nicht gedeckt ist. Ich glaube aber, unabhängig davon, was die Europäische Union dazu sagt, wichtiger noch ist es, dass die NATO eine gemeinsame, klare Sprache findet. Denn ich glaube, dass auch viele Anhänger Erdogans in der Türkei, Anhänger, Mitglieder der AK-Partei, es für kritisch ansehen würden, dass ihr Präsident Streit mit der NATO provoziert und möglicherweise die Türkei sogar in ein sicherheitspolitisches Vakuum jenseits der NATO führen will. Ich glaube, wenn die NATO, und dazu sind ja die Verteidigungsminister vielleicht in der Lage in der kommenden Woche und natürlich dann auch der NATO-Gipfel Anfang Dezember, wenn da klare Signale kommen, könnte das vielleicht tatsächlich in der Türkei etwas bewegen. Dritter Punkt, den ich nennen will. Wir haben im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft. Ich bin der Bundeskanzlerin dankbar, dass sie das Thema des zukünftigen EU-Haushaltes für die nächsten 7 Jahre, der ja ab 2021 in Kraft tritt, mit hier genannt hat. Denn es wäre wirklich ein großes Ziel für uns Deutsche, wenn eine Vereinbarung über diese mittelfristige Finanzplanung der EU nicht erst wieder auf den Schultern der deutschen Präsidentschaft im zweiten Halbjahr liegen würde, weil natürlich dann auch die Frage im Raum steht, naja, kann Deutschland nicht über seinen Schatten bringen und vielleicht das ein oder andere Finanzloch decken. Es wäre deshalb sehr gut, wenn die Präsidentschaften, die jetzt der deutschen Präsidentschaft zweite Hälfte nächsten Jahres vorhergehen, an diesem Punkt entsprechend eine Vorentscheidung treffen oder gar Entscheidungen treffen, die Deutschland davon entlasten, wieder da an dieser Stelle der Ausputzer sein zu müssen. Und der letzte Punkt, den ich hervorheben möchte in der Rede der Bundeskanzlerin, und da bin ich ihr sehr dankbar, die Europäische Union braucht im Blick auf die Herausforderung China eine gemeinsame Strategie, die auch gemeinsam durchgehalten wird. Auch Deutschland hat mit China natürlich immer wieder wichtige Wirtschaftsgespräche geführt, ohne dass man die anderen EU-Staaten vielleicht da entsprechend mit einbezogen hat. Ich finde, wir sollten als Europäische Union zu einer gemeinsamen Vorgehensweise gegenüber dieser besonderen Form von Imperialismus, den die chinesische Regierung pflegt, Smart Imperialism will ich das nennen, durch Wirtschaftskraft und die Vermengung von Wirtschaft und Politik Einfluss zu nehmen in der Welt, dass wir darauf eine gemeinsame Antwort finden. Und ich finde es gut, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir brauchen eine EU-China-Politik, eine EU-China-Strategie. Und der Deutsche Bundestag sollte sich dann auch an der Entwicklung einer solchen Strategie durch entsprechende Debatten hier beteiligen. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über drei Entschließungsanträge der Fraktion Die Linke. Zunächst stimmen wir über den Entschließungsantrag auf der Drucksache 14.108 ab. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der anderen Fraktionen gegen die befürwortenden Stimmen der Fraktion Die Linken abgelehnt. Dann kommen wir zu der Abstimmung über den Entschließungsantrag 14.110. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag mit denselben Mehrheiten abgelehnt. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag auf der Drucksache 14.109. Wir stimmen auf Verlangen der Fraktion Die Linke über den Entschließungsantrag namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen.
Auf der Gegenseite fällt ein Schriftführer der Koalition und auf der rechten Seite fällt ein Schriftführer der Opposition. Und hier fehlt auch die Opposition. Die Opposition ist offenbar ein bisschen heute langsam. Hier ist gut. Hinten fehlt immer noch Kohl. Ja, da fehlt immer noch einer. Immer noch ist die Opposition nicht ausreichend handlungsfähig. Und hinten die Koalition. Dort rechts. Jetzt ist gut. Nein, da nicht. Die Koalition fehlt noch. Aber die Koalition ist auch noch nicht. Auf der gegenüberliegenden Seite fehlt ein Schriftführer aus den Reihen der Koalition. Also, da wird doch jemand noch zu finden sein. So, dann sind offenbar alle Urnen vorschriftsmäßig besetzt und ich eröffne die Abstimmung über den Entschließungsantrag. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, gebe ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke zur der Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat in Brüssel bekannt. Abgegebene Stimmen 627. Mit Ja haben 123 Abgeordnete gestimmt, mit Nein stimmten 504 Abgeordnete. Es gab keine Enthaltungen. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt.